Ich habe dort oben irgendwo eine Krähenschnabel gesehen. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit hoch. Aber wir kommen später nochmal hoch. Jetzt noch ein paar Skelettviecher. Das war sowas wie ein Spawnpunkt für Skelette. Ah, die kriechen aus dem Boden, verstehe. Müssen wir Steinnests zerstören, damit sie da nicht mehr rauskrabbeln. Okay, hier haben wir noch einen Krähenschnabel. Ich habe da oben noch einen gesehen. Ich bin der Überzeugung, da oben war noch einer. Den auch noch besiegt. Gibt es noch einen Krähenschnabel? 26. Verdammt. Wenn wir hier bald mal wieder einen Händler finden, dann könnten wir uns da mal flippales Cowboy-Outfit kaufen. Na komm. Seh doch, dass da oben was ist. Jetzt kommen wir da nicht ran, oder was? Kann das denn wahr sein? Vielleicht hier erstmal drüber. Okay, verstehe. Müssen wir eh lang. So, hops, hier mal runter. Ach, ich bin doch blöd. Ich bin doch heute auch nicht mehr zu retten. Ich ärgere mich doch auch über mich selbst. Ich finde es doch genauso blöd wie ihr. Nicht böse sein. So. Na komm. Hier gibt es noch was zum Langbalancieren. Ach, da müssen wir sowieso lang. Na toll. Mal ruhig mit den jungen Pferden, Jake. Lang schleichen. Gleich um die Ecke. Und jetzt hier rüber. Ganz vorsichtig. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Sehr gut. Hier ist noch ein Krähenschnabel. Lohnen wir uns selbstverständlich. 8 von 20. Und hier nicht runterfallen. Da gibt es noch einen Krähenschnabel. 9 von 20. Wenn wir es denn mal hoch schaffen. Oh, Kacke. Das wollte ich eigentlich als. Jetzt brennt das Ding ab. Haben wir da noch eine Chance dran zu kommen? Mit dem Krähenschnabel? Ich fürchte ja nein. Nicht so wirklich. Haben wir uns, glaube ich, vergeigt. Gut, dann lassen wir es bleiben. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber dumm gelaufen. Warum wir auch immer alles in Brand setzen müssen. Es ist doch hier. Skandalös. Und wo weiter? Dort weiter. Ein bisschen Heilung brauchen wir immer. Ist darüber oder was? Oh Mann. Geschafft. Da gibt es Heilung, Speicherpunkt. Sehr gut. Und da sind gleich die nächsten Fledermäuse.
2 gegen 1 ist unfair. Bitte ein Einzelnen hier. Hinten anstellen. Enger anstellen, bitte. Da geht's weiter und dort geht's weiter. Aha. Okay, ein Secret oder was? Dann gehe ich erstmal hier lang. Ah, da gibt es ein Megafon. Oder ein Grammophon, wie man das auch nennt. Benutzen. Ich bin schockiert. Macht er jetzt hier Fortnite-Tänze oder was? Grammophon entdeckt. Ich bin schockiert. Da fehlen selbst mir die Worte. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh, was? Nächster Boss. Oh. Du, keinen Schritt weiter. Du bist hier nicht willkommen. Wer wagt es, mich abzuweisen? Ich bin Jack, Söldner des Teufels. Höchstpersönlich. Ich bin der Wächter dieses Ortes. Und der Energie, die in ihm wohnt. An deiner Stelle würde ich die Warnung ernst nehmen, Jack. Solltest du nicht aus eigenen Stücken gehen, dann wirst du diesen Ort nicht in einem Stück verlassen. Ich habe nicht vor zu gehen. Wir werden den schon bekämpfen müssen. Wer zum Henker war das? Ganz zu schweigen von denen, die nie sterben wollen. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Müssen wir schnell sein. Aha, da kommen 2er. Nach den 2ern können wir los. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht erwischt werden. Okay. Oh wei, von hinten. Na komm, lass dich nicht besiegen, Jack. Nein, 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 nein. Aus Versehen die E-Taste gedrückt gehalten. Na komm. So, jetzt zieht gleich weiter. Verdammt. Hier muss weiter. Sehr gut. Oha. Jetzt kommen die mit gegen. Mal Pause machen. Ein bisschen Punkte sammeln. Explosive Loren hier. Na komm, verdammt. Da muss ich hoch. Oh, verdammt. Von wo aus müssen wir jetzt? Ah, von hier aus. Sehr gut. Ein fairer Safe Point. Sehr fair. Die Safe Points sind doch fair gesetzt, würde ich sagen, oder? Das finde ich doch. Das ist humane Safe Points. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Wer Super Mario Bros. Auf dem NES gespielt hat. Das erste von Mario Bros. Der weiß das zu schätzen. Der weiß faire Checkpoints sehr zu schätzen. Ich habe ein NES Mini hier bei mir zu liegen. Durch Zufall mal gerade eben eine Krähe gefunden. Jetzt geht's hier weiter mit den Dingern.
Jetzt noch ein Krähenschnabel. Einen haben wir ja verpasst, weil die Bude angezündet haben. 10 von 20, das ist doch eine gute Bilanz hier. Naja, geht so. Wiederbeleben. Da stand gar kein Death-Counter mehr. Stand gar keine Zahl. Dann wollen wir demnächst noch erfahren. 25 Misserfolge. Ja, wie gesagt, wie ich schon im ersten Stream gesagt habe, das wird sich hier noch im dreistelligen und vierstelligen Bereich aufhalten. Erwarte nicht zu viel Skill von mir. Ich mache das Level heute noch zu Ende. Das tun wir heute noch. Den Krähenschnabel haben wir eingefangen? Ja, sehr gut. Können wir hier einfach mal rüber. Hier werden wir befeuert. Verdammt. Dass mich auch jemand treffen lasse. Verdammt. Irgendwas mit 27 Eiern. Was ist los? Was für Eier? Mist. Okay, dann müssen wir erstmal hier rum. Dann da rauf. Das wird uns blockiert. 10 von 20 haben wir hier. Jetzt muss ich hier wieder den Überblick bekommen. Okay, hier weiter. Sehr gut. Dann mal Save Point. Hervorragend. Und weiter geht's. Wo sind wir hier? Na, sieh an. Da geht es ohne Umwege in die Hölle. Ach, wieder Lorenfahrt. Sehr gut. Springen und Maustaste drücken. Rechte Maustaste. Kennen wir schon. Sind wir gewohnt. Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber vielleicht kriegen wir es hier mal First Try hin. Wenn ich das jetzt hier schon sage, dann wird es bestimmt nichts. Könnte vielleicht mal was werden. Hops. Das sah gerade knapp aus, war es aber nicht. Na komm. Wir werden ja mal langsam. Es wurde aber gerade langsam. Na komm. Lorenfahrt. Einmal die Lorenfahrt überleben. First Try. Das wär's. Na, das war doch First Try. Sehr gut. Das kann sich doch sehen lassen. Oh, hier haben wir einen Händler. Sehr toll. Können wir wieder was kaufen. Oh, du schon wieder. Sehnt es dich nach ein paar meiner sagenhaften Häute? Hör auf, die so zu nennen. Wieso denn? Das sind Häute von Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß, das ist gruselig. Naja, wenn es gruselig ist, Leichen auszubuddeln, ihre Haut in einem aufwendigen Verfahren abzulösen, diese dann als Kostüme zu verkaufen, dann bin ich wohl gruselig. Ja, genau, das habe ich damit gemeint. Kaufst du jetzt endlich was oder willst du hier Wurzeln schlagen? Okay, den Holzfäller, den Cowboy, den Holzfäller haben wir schon gekauft.
Wir könnten uns auch jetzt direkt den Samurai kaufen. Den Kommissar. Aber ich denke, ich kaufe mir erstmal nach der Reihenfolge. Ich kaufe mir erstmal den Cowboy. Cowboy Jack. Und als nächstes sparen wir für den Samurai. Da brauchen wir noch 3, wenn ich richtig gezählt habe. 3 Schnäbel brauchen wir hier. Ich will endlich mal anziehen. Sehr gut. Cowboy Jack. Ausrüsten. Sehr gut. Weiter geht's mit Cowboy Jack. Mit der Heuschreckenwaffe. Wir müssen mehr Krähenschnäbel finden. Dann können wir hier auch das nächste Outfit kaufen. 2 noch. Wenn wir sie hier in der Nähe finden, dann können wir auch gleich wieder zurück und uns was Neues kaufen. Ich befürchte aber nein, dass wir das nicht finden. Wir speichern's. Nur mit der Ruhe. Die Outfits können wir uns dann später auch zusammen besorgen. Die kaufen wir uns später zusammen. Kommen wir dann auch im nächsten Level wieder. Den Meister finden. Den Meisterverkäufer. Die mal seine Outfits abkaufen. Jetzt sind wir erstmal mit Cowboy Jack am Start. So, na komm. Attacke. Na, eine. Oh, 12 und 20. Ja. Einen brauchen wir noch. Das ist hier nur in diesem Level. Einen Krähenschnabel brauchen wir noch, dann können wir hier nochmal zurückgehen. Na, ich weiß nicht, ob wir zurückgehen wollen. Ob es das was bringt. Hier haben wir nirgendwo einen Krähenschnabel. Na gut, dann werden wir hier wohl weiter. Zurückgehen lohnt sich jetzt nicht wirklich. Es sei denn, wir finden jetzt hier direkt noch einen, dann können wir zurück. Oh. Diese zweite Warnung solltest du am liebsten ernst nehmen, Jack. Eine dritte wird es nämlich nicht geben. Kehre um, solange du noch kannst. Jagst mir keine Angst ein, du Quälgeist. Wie du meinst, Jack, ich hoffe, dass du recht behältst. Da hat er uns schon angekündigt. Da hat er sich schon angekündigt. Da hat er sich uns schon angekündigt. Das wird wahrscheinlich unser nächster Boss sein, den wir besiegen müssen. Das wäre ja komisch, wenn nicht. Der hat bestimmt auch eine tolle Waffe jetzt dabei, die wir uns holen können. Das hilft uns dann im Abenteuer auch weiter. Das ist bestimmt irgendwo. Ja, das ist ein Krähenschnabel. Aber zurück will ich jetzt nicht wirklich. Wollen wir jetzt nochmal zurückgehen? Falls wir das können. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, da jetzt nochmal zurückzugehen. Da brennt jetzt alles. Das ist jetzt natürlich. Ich kann jetzt natürlich nochmal zurückgehen, aber. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, gut, machen wir es einfach. Das nächste Outfit gleich kaufen. Wieso warten? So, wo war der Kollege? Der war da unten, oder? Wurde der seine Verkaufsecke? Da hatte der seine Verkaufsecke. Wollen wir uns gleich den nächsten. Das nächste Outfit. Samurai. Da wird ausgerüstet. Samurai Jack. Sehr gut, 2 Outfits auf einmal. Und weiter geht's. Nehmen wir doch mit. Wenn wir es mitnehmen können, dann nehmen wir es mit. Wieso nicht?
Und wann die Krähenschnäbel dazu haben, nehmen wir es mit. Sieht doch gleich viel eleganter aus. Obwohl das Cowboy-Outfit fand ich besser. Aber jetzt erstmal ein Samurai-Outfit. Weil wir es uns neu gekauft haben. Am Ende, wenn wir alle Outfits haben, können wir sowieso frei wählen. Und jetzt erstmal dieses Outfit. Immer ruhig mit den jungen Pferden, Jack. Ja, ganz ruhig. Also nebenbei bemerkt, dieser Geister-Hönig macht mir echt Angst. Mir nicht. Da ist ein weiterer Krähenschnabel. Wie kommen wir da hoch? Wahrscheinlich mal hier einmal rum ins Gebäude. Da kommen wir dann weiter. Hier einmal hoch. Einmal rum und einmal sterben. 28 Mal gestorben. Hier haben wir gespeichert. Okay. Hier sterben wir auch nochmal. Damit wir die 30 hier nochmal voll kriegen. Heute im Stream. Ja. 30 haben wir voll. Und weiter geht's. Ja, komm. Ich muss um die Ecke schleichen. Ja, der Geisterhandel macht ja Angst. Habe ich mitbekommen. So. Ich mal rum. Den eingesammelt. Und dann hier wieder runter. Da müssen wir lang. Habe ich Mist abgewartet, bevor ich angegriffen habe. Da habe ich ein bisschen gewartet. Die Heilung brauchen wir nicht, aber den Save Point nehmen wir mit. Oha. Na dann. Geht's hier gleich weiter. Haben wir hier noch irgendwas Krähenschnabel? Irgendwas Krähenschnabelmäßiges? Sehe ich gerade nicht. Dann geht es hier mit dem Kopf weiter. Ach, ein weiteres Bombenrätsel. Sehr schön. Nach diesem ich erstmal ein paar Stückchen nehmen werde. Eine kleine Trinkpause werde ich dann machen. Oh, weia. Steht ungünstig. Na, sehr toll. Das wird jetzt mal nicht so weit abwärts schießen. Das mal aktiviert. Was? Ach so. Verstehe. Da muss die Bombe drauf. Ich sagte, da muss die Bombe drauf. Da muss die Bombe drauf. Ich muss auch mit drauf. Wie wollen wir das denn schaffen? Vielleicht kann ich da irgendwie rüber. Ich habe eine andere Idee. Vielleicht die Bombe erstmal rüber katapultieren, dann können wir alleine da hoch, oder? Wie soll das funktionieren? Mhm. Vielleicht kann ich hier so dran vorbei. Sehr gut. Und da komme ich nicht hoch.
bringt mich hier auch nicht weiter. Hier noch irgendwo ein Hebel. Den Versuch war es wert. Wie kommen wir denn hier mal hoch? Ich wollte einfach hinterher springen. Letztendlich müssten wir die Bombe irgendwie da hochkriegen. Und dann selbst hinterherkommen. Den Schalter aktivieren. Ich blick's noch nicht ganz. Ist kein Zeitschalter. Und hier müssten wir halt die Brücke nehmen und dann darüber und dann haben die Bombe. Wie kommen wir denn dann? Ich verstehe es nicht ganz. Wie können wir denn da von dort den Hebel betätigen? Wenn wir jetzt hier gehen. Die Bombe lassen wir erstmal hier. Erstmal von hier aus. Ins Wasser fallen. Ja. Ich werde den Stream heute übrigens ein bisschen verlängern. Weil ich beim letzten Mal bemerkt habe, im Halloween-Stream, habe ich bemerkt, dass ich die Parts in halbe Stunden Parts aufteilen will. Ah, hier ist ein Hebel. Da macht das wenig Sinn, da nur eine Stunde zu spielen. Ob wir das jetzt schaffen hier? Na, das kann ja nichts werden. Oh, es ist was geworden. Alles klar. Ich mache den Stream jetzt noch bis 20 Uhr. Jeden Fall das Level hier noch zu Ende. Ziel ist es, 2 Stunden zu schaffen. Mal sehen, ob ich durchhalte. Damit wir hier auch ein bisschen was Content fürs Let's Play, für die Let's Play Playlist schaffen. Ich werde von dem hier fast getötet. Kacke. Sieht eng aus für mich. Ein paar Punkte. Wir sind fix und sie sind Foxy. Schlechter Wortwitz. Zu Krähenschnabel. Von 20. Das ist nochmal ein Krähenschnabel. Geschenkt. So, Fledermaus besiegen. Batman wird nicht sehr erfreut sein. Hab ich schon wieder was in Brand gesetzt. Ist das skandalös. Ach, wo hier die Kerzen auf dem Tisch stehen. Sollte ich vielleicht mal aufpassen. Dies ist der Mitternachtszug. Leider konnte ich nicht lesen. Endstation Jack. Achterbahn. Oha! Die Musik, die kommt mir bekannt vor. Was? Die Musik hat mich jetzt mehr schockiert. Das ist doch hier. Der liebe Wagner. So, ich trinke jetzt hier mal gerade einen kleinen Schluck. Ich würde eine Trinkpause machen.